So, herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze als Video. Hier am Bild wird sich nicht besonders viel ändern, weil es geht einfach nur darum, dass ich ein paar Sachen sage, damit das jeder mitbekommt und es nicht ganz so viele Fragen gibt. Und zwar findet ihr in der Videobeschreibung erstmal auch alle Infos nochmal aufgelistet. Für die, die keine Lust haben, sich das alles anzuhören, ist da ganz kurz zusammengefasst, was sich ändern wird. Nämlich wird The Battle for Westernhold jetzt nicht mehr täglich um 13:30 Uhr kommen, sondern nur noch im Zweitagesrhythmus. Das liegt ganz einfach daran, das hatte ich auch schon ein paar Mal im LP angesprochen, dass der Aufwand, den ich habe, um eine Folge Westernhold zu produzieren, aktuell zwischen 2 und 7 Stunden liegt. Also 7 Stunden war bisher die absolute Maximum für die eine Folge, die einfach nur aus Dialogen bestanden hat. Das liegt ganz einfach daran, dass ich muss ja erst die Folge aufnehmen, also das aktuelle Szenario aufnehmen. Dann muss ich das für eine Folge von der Länge her schneiden, dann durchgehen, das Ganze einmal durchgucken, gucken, welche Dialoge sind da. Dann muss ich aus den Dateien von Westnote die entsprechenden Dialoge raussuchen, dann kopiere ich die raus, dann übersetze ich die, dann spreche ich die Übersetzung ein, dann habe ich ganz viele einzelne MP3 oder Wave-Dateien, dann packe ich die unter die entsprechenden Videostellen, dann muss ich die Videostellen noch von der Länge her so schneiden, dass es passt und dann nicht zu viel Leerlauf ist. Und dann kann ich die Folge rendern. Und aktuell ist es halt so, dass ich immer quasi abends die Westnote-Folge fertig geschnitten habe. Dann rendert die über Nacht und am nächsten Morgen lade ich die dann hoch und dann um 13:30 Uhr kommt die schon. Und aktuell ging das einigermaßen, aber da ich demnächst wieder mehr zu tun habe, würde das nicht mehr funktionieren und dann wird es auch zu Ausfällen kommen. Und deswegen werde ich einfach Westernhold alle 2 Tage nur noch bringen. Einfach damit ich auch die Möglichkeit habe, eventuell mir einen kleinen Puffer da anzueignen, dass ich ein paar mehr Folgen vorproduziert habe, damit es da dann auch nicht zu Ausfällen kommt und Westernhold auch regelmäßig weiterhin kommt. Stattdessen werde ich den Platz, den ich dann zur Verfügung habe, um 13:30 Uhr nutzen, um ein paar alte Projekte, die ich mal angefangen, aber nie zu Ende gebracht habe, endlich mal zu Ende zu bringen. Den Anfang macht dabei Hollow Knight. Warum Hollow Knight aufgehört hat, erkläre ich dann in der nächsten Folge Hollow Knight, die dann morgen um 13:30 Uhr kommt. Heißt, morgen um 13:30 Uhr kommt Hollow Knight und um 13:30 Uhr übermorgen kommt dann wieder ganz normal eine neue Folge Battle for Westernhold. Hoffentlich, ich mache da aktuell, bereite ich ein kleines Special vor. Ich hoffe, dass ich das bis dahin fertig habe. Aber es müsste eigentlich klappen. Und dann kommt halt wieder Battle for Westernhold und dann nächsten Tag wieder Hollow Knight und so weiter. Warum Hollow Knight nicht gekommen ist, erkläre ich dann in der ersten Folge Hollow Knight. Die habe ich auch schon wieder aufgenommen. Außerdem ändert sich noch eine Kleinigkeit, und zwar rutscht Borderlands 3, kommt ja aktuell immer um 16:30 Uhr jeden Tag. Und Borderlands 3 rutscht auf 19:30 Uhr. Also jeden Tag 19:30 Uhr gibt es eine neue Folge Borderlands 3. Und auf den frei gewordenen 16:30 Uhr Slot werde ich dann ein neues Projekt bringen. Ein Projekt, an das ich schon seit Ewigkeiten machen wollte, aber nie dazu gekommen bin. Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie hat es nie gepasst. Werdet ihr dann sehen, das beginnt auch dann direkt morgen. Und dann bringe ich zwar 3 Videos am Tag, aber selbst diese 3 Videos am Tag sind weniger Aufwand, als täglich eine Westnote-Folge zu bringen. Ich denke, dass die Westnote-Folgen, so wie sie aktuell sind, auch eine ganz gute Qualität haben. Wenn ich das einzeln übersetze, habe ich die Möglichkeit, wesentlich mehr auch mit der Stimme zu machen, mehr zu betonen, als wenn ich es direkt übersetze, wenn ich direkt vorlese. Deswegen werde ich das einfach so weitermachen und ich gucke mal, wie das funktioniert dann mit alle 2 Tage. Sollte das dann immer noch nicht funktionieren, dann muss ich mir noch was Neues überlegen. Da kann ich ja dann auch sagen, wenn ihr möchtet, immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann folgt mir auf Twitter. Link ist in der Videobeschreibung oder halt twitter.com/apptine oder twitter.apptine.tv funktioniert beides. Dann landet ihr bei mir bei Twitter und ja, ihr könnt mir über Twitter übrigens auch jederzeit Fragen stellen, falls ihr welche habt. Ich möchte auf Twitter ein bisschen aktiver werden, als ich es sonst immer war, aber mal gucken, wie das funktioniert. Also kurz zusammengefasst nochmal, Westnote nur noch alle 2 Tage. Im Wechsel jetzt erstmal mit Hollow Knight. Wenn Hollow Knight durch ist, kümmere ich mich um andere Projekte, die ich noch nicht zu Ende gebracht habe. Borderlands 3 jetzt um 19:30 Uhr und um 16:30 Uhr startet dann ab morgen auch ein neues Projekt. Ich hoffe, ihr guckt mal vorbei, sagt, wie ihr das so findet. Und ja, das war im Prinzip schon alles, was ich ankündigen wollte. Wie gesagt, kurzes Video.
Und ja, viel Spaß. Die Westnot-Kampagne aktuell ist ja ziemlich interessant und ich bin sehr gespannt, auch wie es da weitergeht. Endcard und so weiter gibt's nicht. Das Video ist zu kurz dafür. Man sieht sich. Ciao, ciao.